Willkommen beim Erzählteam Burbach. Ja, heute kann ich mal mein Erzählhobby mit dem 3D-Druckhobby kombinieren, weil ich nochmal was gefunden habe, was eigentlich ein ganz interessantes Ding ist. Und zwar hier habe ich meinen Lader, den ISDT D2. Das ist so ein Lader, den viele Leute haben, weil er ist ordentlich zu einem Preis, den man sich gut leisten kann, würde ich mal sagen. Problem ist aber, wir haben hier so eine Kunststoffoberfläche, ja, und die verkratzt ziemlich leicht. Ich weiß nicht, ob man das jetzt am Video schon sehen kann. Also meins ist auch schon, ich sehe, das ist ein bisschen matt. Ja, also meins ist auch schon ziemlich verkratzt. Grundsätzlich ist mir da ziemlich egal. Ja, also ich mache mir da nicht so ein Hemd. Aber ich weiß, viele von euch achten darauf, dass die Sachen immer ordentlich sind, weil man entweder selber will oder weil man schon dran denkt. Dass man das irgendwann verkaufen will und da dann nicht mehr so schön ist und dass man vielleicht nicht mehr so viel Geld dafür kriegt. Und dafür gibt es, habe ich ein Cover gefunden, also ich habe das jetzt selber gemacht, ist ein Cover, was ihr drucken könnt. Ich habe das jetzt mit TPU gedruckt. Das ist also so ein, für die, die nicht wissen, so ein flexibler Kunststoff, die ist ein bisschen so gummiartig, ja. Den könnt ihr verbiegen, der springt aber immer wieder zurück in die Form, die er vorher war. Noch schön mit dem ISDT-Logo drauf und der passt genau hier drauf. Jetzt habe ich irgendeinen Knopf gedrückt. Und zwar den runden, genau. Den packt ihr einfach da oben drauf. Der schließt bündig ab. Und dann habt ihr auf alle Fälle euer Display geschützt vor Staub, vor Kratzern oder sonstigen Sachen. Recht easy, aber effektiv. Das war es ganz kurz. Bis dahin, euer CT Burbach. Ciao, tschüss.